herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Serien und Filmkritiken aller Art. Und wir haben uns hier ganz viele Dinge vorgenommen. Unter anderem besprechen wir im Regelfall die aktuellsten Kinostarts. Jetzt gibt es gerade keine Kinostarts, beziehungsweise keine, ja, letztlich Filmstarts in den Kinos, sondern vieles im Heimkino. Ihr habt es mitbekommen. Und wir stürzen uns deshalb auf Dinge, die ja ganz aktuell bei den Streamingportalen erscheinen oder ja, auf die wir einfach Bock hatten. Und deshalb beginnen wir hier mit der Doku zu Taylor Swift, die ganz aktuell bei Disney Plus erscheint. Irgendwas mit Folklore, keine Ahnung, Folklore The Long Pond Studio Sessions. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube, das ist was für echte Fans. Und Mo und Pete scheinen solche Fans zu sein. Deswegen wollten sie unbedingt drüber sprechen und haben das auch getan. Es folgt die Besprechung der Serie Brave New World, aka Schöne Neue Welt. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die es derzeit bei TV Now gibt. Und ja, die haben wir uns auch angeschaut. Das sind in dem Fall Java, Patrick und Kati gewesen, die also zu dritt die komplette Serie weggebinged haben und jetzt hier für euch besprochen haben. Die gibt es auch schon komplett auf TV Now und ich denke, das ist eine Serie, da kann man sich echt mal ein bisschen Zeit für nehmen, auch wenn es wohl keine zweite Staffel geben wird. Zu guter Letzt als Abschluss quasi dann noch die Besprechung des Films John Wick. Ja, der erste Teil, den dritten hatten wir damals zum Kinostart besprochen und jetzt ist der erste eben bei Netflix aufgeschlagen und dachten wir uns, den besprechen wir mal. Wir sind in dem Fall Stu, Sven und Sarah. Die drei haben sich John Wick 1 für euch vorgenommen und das auch wieder eine unterhaltsame Runde geworden. Viel Spaß dabei. Hier ist der Telestammtisch, hier ist Mo, bei mir ist Pete, der sagt gleich Hallo. Hallo. Das reimt sich gleich am Anfang. Worum geht's heute? Bisher wurde jedes Taylor Swift-Album sorgfältig über eine clever zusammengestellte Release-Strategie herausgebracht. Die achte Platte Folklore jedoch wurde Mitte Juli unter den Quarantänebedingungen mit nur 12 Stunden Vorwarnung quasi per Tweet und dann einfach auf Spotify gedroppt. Und schon jetzt ist es das meistverkaufte Album 2020 und viele sagen, es ist ein Meisterwerk in der Quarantänezeit. Wir reden heute über Musik in einer Doku. Pete, was ist da los? Ja, es geht um Taylor Swifts Album Folklore, das sie am 24.07. veröffentlicht hat, hat 16 Songs und in diesem Film, in dieser Dokumentation geht es im Prinzip darum, dass sie mit ihren beiden Songwriter-Kollegen Aaron Dessner und Jack Antonoff diese 16 bzw. 17 Songs performt. In einer kleinen Hütte, in der ein Studio aufgebaut wurde, nehmen sie diese 16 Songs auf und erzählen zu jedem Song noch ein paar Minuten was, warum der wichtig ist für sie und erklären so ein bisschen die Message der Lieder. So, und du bist Taylor Swift Groupie. Nennt man die eigentlich die Swifts dann? Oh, ich würde mich nicht als Taylor Swift Groupie bezeichnen. Ich höre ganz gern Country-Musik und das klingt ja bei ihr auch immer mal wieder an, auch wenn sie schon mehr in die Pop-Richtung gegangen ist. Aber dieses Album hier hatte ich auch gehört, als es rausgekommen ist und das hat mir schon deutlich besser gefallen als das, was sie die letzten Jahre so rausgebracht hat. Aha. Ja, ich bin auch kein Taylor Swift-Fan, aber ich bin Musikfan generell. Und wenn Musiker Dokus von sich machen, von der Entstehung von Alben, dann bin ich immer ganz vorne mit dabei, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde. Und ich kann mich auch immer wieder für Musik interessieren in so einer Dokumentation, die ich normalerweise gar nicht höre. Und wenn eine Dokumentation richtig gut funktioniert, dann habe ich danach auch noch Bock, mich weiter damit auseinanderzusetzen. Und bei Taylor Swift war das Anfang des Jahres mit der Netflix-Dokumentation Miss Americana. Da konnten wir sie beobachten, wie sie im Grunde mit ihrem Platz in dieser großen Pop-Maschinerie ringt. Und da war ich sofort ganz interessiert, habe mir ein paar von den Alben angehört und bin dann auch auf Folklore gelandet. Und mal ein paar harte Facts zu Taylor Swift. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die hat über 140 Millionen Follower auf Instagram. Die hat monatlich 34 Millionen Streams auf Spotify. Sie steht mehrfach im Guinness-Buch der Rekorde mit den meisten Streams, schnellstverkauftesten Album. Und auch jetzt mit diesem achten Album hält sie den Titel mit den meisten Streams am Tag der Veröffentlichung mit 72 Millionen Streams direkt am 24. Juli. Das ist echt ein Hammer. Ja, das ist Wahnsinn.
Und hier im Vergleich zu Miss Americana, wo wir eine wirklich richtig aufgebaute Doku sehen, also quasi, wir sehen sie auch mit ihren Problemen, wir sehen sie auf der Bühne, wir sehen genau das riesen Taylor Swift Konstrukt, dieses Bombast, dieses Stadionrock. Und hier ist quasi, kannst du sagen, das ist schwarz-weiß. Denn hier ist ja, die sitzen in den Longpong Studios, die sind in New York. Die gehören diesem Aaron Dessner, der ja Hauptmitglied von The National ist, auch eine tolle Band. Und das Ganze ist super relaxed. Die unterhalten sich da bei Feuer, die trinken Wein, die sitzen am Teich und sie lässt ein bisschen einblicken in die Songs. Wie fandst du das Ganze? Genau, es ist, wo Miss Americana ja eher eine Dokumentation schon ist, die Taylor Swifts Karriere und so beleuchtet, ist Folklore hier dieser Film ja eher ein Konzertfilm, würde ich sagen, weil es einfach um die Songs geht. Also es geht mehr um die Songs als um die Person Taylor Swift an sich. Mhm. Ja, so ein Konzertfilm kann man sagen, unter Quarantänebedingungen, halt mit keinem Publikum. Und die drei haben das im September diesen Jahres aufgenommen und haben sich tatsächlich zuvor testen lassen und sich dann da weggeschlossen und waren etliche Wochen zusammen auf diesem Grundstück, wo das Studio liegt, von dem Aaron Dessner. Das merkt man auch, die sind ziemlich entspannt alle miteinander. Was auch nicht ganz einfach ist, denn Aaron Dessner, muss man wissen, leidet seit vielen, vielen Jahren auch an Depressionen und hat immer wieder depressive Schübe, was sich auch in dem Output seiner Band The National niederschlägt. Also die kommen manchmal sehr schnell, manchmal dann ist da ganz, ganz viel Zeit zwischen. Also für den fand ich das schon ziemlich spannend, dass er da sowas auch mitgemacht hat. Und sein Einfluss auf die Platte ist natürlich, das kann man hören. Es gibt da jetzt, also ich habe vorher auch ein bisschen Taylor Swift gehört und das ist halt dieses Bombast-Radio-Kaugummi-Zeugs und das ist alles nicht so meins. Und du sagtest ja eingangs schon, die ersten Alben, wo sie also noch ein bisschen mehr Country-lastiger war, damit konntest du mehr anfangen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde Taylor Swift einfach eine unglaublich gute Storytellerin und die hat dafür einfach ein mega Gefühl. Und das ist wirklich der Hammer. Und das ist mir jetzt also noch viel, viel bewusster geworden mit diesem Album, mit der Doku, in der wir das eben erfahren, wie alles zusammenhängt und was da zusammenhängt. Ihre langjährigen Fans, die warten ja auf die sogenannten Easter Eggs eigentlich schon von Album zu Album. Es gibt Sachen, die hat sie in einem Album von vor 3 Jahren oder sowas gesagt, die jetzt sich schließen. Es gibt hier auch dieses Liebesdreieck auf diesem Album. In den Songs Cardigan, August und Betty sehen wir drei verschiedene Ansichten des jeweiligen Protagonisten einer Dreiecksbeziehung. Und die Fans saugen das ja auf. Ich habe mich da ein bisschen schlau gelesen, weil mir das überhaupt nicht so bewusst war. Aber was einem sofort auffällt, ist wirklich, die erzählt eine Geschichte. Das ist hier nicht, lass uns mal an den Strand gehen, hoopy-doopy-doopy. Sondern wirklich, das sind auch komplexe Texte, da sind Texte mit Wörtern, die man lange nicht mehr gehört hat und die sie großartig singt. Und ich habe das Album auch jemandem vorgespielt, die immer gesagt hat, Taylor Swift, oh Gott, diese Barbie, diese Püppi. Und die Person kann das Album nicht mehr weglegen, weil es tatsächlich so komplett anders ist. Und wenn man sich auf diese Geschichten einlässt, finde ich, eröffnet sich halt bei jedem Song irgendwie was ganz anderes. Ja, finde ich auch. Also man merkt auch, sie hat ja gesagt, sie hat fast alle dieser Songs jetzt in der Quarantänezeit geschrieben. Das heißt, in ein paar Monaten, in denen sie wirklich alleine war und Zeit für sich hatte, um nachzudenken. Und hat sich dann die anderen beiden Songwriter dazugeholt, um das Ganze so ein bisschen zu perfektionieren noch. Aber das, finde ich, merkt man auch, dass sie hier einfach Ruhe hatte, Zeit für sich, in der sie mal nicht im Mittelpunkt steht und da einfach noch tiefgründigere Texte schreiben kann und dazu die Möglichkeit hat. Ja. Ja, Folklore ist eher eine so, man kann schon fast sagen, eine gemütliche, indie-orientierte Platte wo man ganz klar merkt, also wo ich ganz klar merke, es gibt hier nicht den Druck, dass irgendwas in Stadien passieren muss. Sie ist sich ganz bewusst, und da muss man auch mal sagen, wie mutig sie eigentlich ist. Sie wirft hier keine, also ich glaube, es sind 11 Monate her, dass ihr letztes Album rausgekommen ist.
Keine 11 Monate später wirft sie Folklore hier ins Volk. Sie weiß, dass die Songs eigentlich keine Single-Tauglichkeit haben und auch nicht in, wahrscheinlich so in der Form nicht in Stadien funktionieren. Und trotzdem musste das raus. Das ist ein sehr mutiger Schritt, den auch die Plattenfirma da gemacht hat. Und man muss sich auch noch mal kurz vor Augen führen, dass alle Songs ohne Ausnahme unter den Top 25 bei den Spotify-Streams sind seit Release und die Top 5 sogar die ganze Zeit unter den Top 10 Titeln bei Spotify Global Streaming Charts sind, also Cardigan, The Number One, Exile und andere Songs. Also sie trifft hier einen Nerv, obwohl das eigentlich nicht so richtig zu erwarten war. Und für mich ein absolutes Highlight ist ja, der fast mystisch wirkende Auftritt von Justin Vernon, aka Bon Iver. Ich finde die Musik von Bon Iver so großartig. Ich mag alles, wo der Justin Vernon seine Finger drin hat. Und er hat ja auch mit Aaron Dessner ein eigenes Bandprojekt. Die nennen sich Big Red Machine. Die haben auch 2018 ein Album gemacht. Und das ganze Album hat für mich so ein Bon Iver-Touch. So ein bisschen es geht einfach in ganz viele andere Richtungen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr vielseitig. Ja. Also, was ich auch interessant war, war, dass Taylor Swift ja gesagt hat, auch sie ist auf ihr Studio, auf ihre Plattenfirma zugegangen und hat denen eine Woche vor Release gesagt: Ja, ich habe ein fertiges Album produziert. Wann können wir es veröffentlichen? Und dass das Studio dann auch direkt sagt: Ja, komm, bringen wir direkt raus. Weil die in Taylor Swift einfach so ein Vertrauen haben, dass das läuft. Fand ich auch ziemlich beeindruckend. Ja, das ist, die neue Platte hat sich auch trotz fast nicht vorhandener Werbung, denn es gab wirklich von ihr auf Instagram einen Tweet, dann 12 Stunden später kam das Album. Dann wurden fast alle Tracks einzeln streambar auf Spotify und zu jedem Track gibt es auch ein Video. Das heißt, sie hat auch bei diversen Videoplattformen die Nase vorne. Und es hat sich jetzt schon weltweit mehr als 2 Millionen Mal verkauft. Die Zahlen steigen die ganze Zeit. Und damit zählt die Sängerin zum ersten und einzigen weiblichen Star des 21. Jahrhunderts, die es geschafft hat, 5 Alben auf Platz 1 der britischen Charts zum Beispiel zu heben, was auch nicht so ganz ohne ist. Und das ganze Album, finde ich, auch wirklich kann jeder auch hören, der sich vom Namen erstmal abschrecken lässt, wenn man ein offenes Ohr hat für die Musik. Und wir müssen mal ein bisschen auf diese Doku zu sprechen kommen. Für mich ein bisschen negativ, muss ich sagen, ist dieses brave Setting. Es ist ein ganz sauberes Setting, es ist ganz ruhig und das Ganze ist so brav und sauber, dass sogar die 2 Fucks, die in den Songs vorkommen, hier ganz brav weggepiept wurden von Disney Plus. Das macht sich schon so ein bisschen bemerkbar und ist halt noch einmal mehr ein krasser Vergleich zu der anderen Doku, die wir auf Netflix sehen können, Miss Americana. Hier ist das Ganze wirklich von autark funktionierenden Kameras aufgenommen worden und Taylor Swift hat das Ganze selber editiert und geschnitten am Ende. Wie fandst du das? Hat dir so ein bisschen der Rockdreck gefehlt? Nee, muss ich tatsächlich sagen, hat mir nicht so sehr gefehlt. Ich fand das eher so eine gemütliche Stimmung und hat bei mir eigentlich positive Gefühle größtenteils eher ausgelöst. Ah ja, okay, gut. Womit ich so ein bisschen Problem hatte oder was ich grundsätzlich immer so ein bisschen schwierig finde, ich mache das zwar irgendwie gerne, aber das nimmt auch so ein bisschen die Mystik von dem Ganzen, ist, wenn Künstler über ihre Songs reden oder diese Songs erklären. Und okay. Dann wird einem so die eigene Interpretation davon ein bisschen, ein Stück weit genommen. Das sind so ein bisschen den Zauber von dem Ganzen. Ja, das ist immer so ein Hochmachen oder Nichtmachen-Ding. Das ist ja auch ganz oft einfach so in der Kunst, sei es jetzt auch zum Beispiel in der Malerei oder so. Ich kann ein Bild malen und kann es dir zeigen und du fühlst etwas und das ist deins. Oder aber ich sage dir, was ich gefühlt habe und dann ist deins vielleicht verwässert oder kommt gar nicht mehr vor. Und so ist es bei Songs natürlich auch. Das verstehe ich. Ja, das ist immer so ein bisschen zweigleisig. Ne? Ich zum Beispiel mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich Entstehungsgeschichte höre. Ich brauche nicht unbedingt Songinterpretation, sondern eher so, was war der Impuls zum Beispiel?
um überhaupt den ersten Schritt zu machen. Aber ich verstehe gut, was du meinst, ja. Ja, also ich finde das insoweit gut. Also ich schaue auch selber mal nach, was so bestimmte Dinge, womit sie bestimmte Dinge meinen könnte oder so. Vor allem, weil sie hier auch, ja, wie du es eben schon angesprochen hast, so eine etwas altertümliche Wortwahl auch teilweise drin hat, wo ich nicht alle englischen Wörter direkt auf Anhieb kannte und Wortspiele auch nicht immer verstehe. Das schaue ich dann schon ganz gerne nach, aber ich interpretiere dann so gerne lieber meins raus. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung und ich kann auch verstehen, wenn man hier sagt, ja, ich will mich in Taylor Swift da so ein bisschen reinversetzen und wissen, was sie gefühlt hat, was mein großes Idol da gefühlt hat und was sie damit aussagt. Wobei es ja heißt, dass, also sie hat mit dem letzten Album Lover quasi wohl die Brücke verlassen, wo es ganz, ganz autobiografisch ist, hier auch dargestellt eben durch dieses Love Triangle, durch diese drei Songs Cardigan, August und Betty. Man weiß jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz genau, erzählt sie aus ihrem eigenen Leben oder sind das Geschichten von anderen Leuten? Und ich finde halt einfach, sie hat, oh, jetzt kommt ein bisschen ein Stretch, aber für mich passt das. Sie kann Geschichten erzählen wie eben wenig wirkliche Künstler. Und für mich fällt sofort zum Beispiel Bruce Springsteen da rein. Mhm. Musikalisch sind die beiden ein bisschen weiter auseinander entfernt, aber von den Geschichten erzählen, von den Storys dahinter sind und dass man sich halt diesen Storys auch nachfühlen kann, wenn man will, ist das gar nicht mehr so weit weg. Und wie gesagt, der ganze Sound, den der Aaron Dessner und der Jack Antonoff da reingebracht haben, dass das Ganze eher ein bisschen ruhiger ist und auch ein bisschen ja fast sphärenhaft klingt, macht es halt zu einem Album, das kannst du einfach durchweg hören und man müsste auch gar nicht wissen, dass es Taylor Swift ist, sondern einfach, es ist einfach ein schönes, folkig, ambitioniertes Indie-Album und diese Doku, ja, die bringt einem das halt eben noch ein bisschen näher. Was ich ganz witzig fand, ist ich habe das nicht alleine geguckt, sondern mit meiner Paula und die hat ein paar Mal gesagt, Mensch, die werden das in ein paar Jahren noch mal gucken und dann werden die sich ärgern, weil die haben alle so schlechte Haare. Die sehen zum Teil ziemlich wild aus. Da gab es auch schon ein paar Comments online und es ist tatsächlich so, dass jeder sich um sein eigenes Make-up und das Haarstyling kümmern musste, weil es durften halt kaum Leute auf das Set. Es waren medizinische Gutachter da. Wir dürfen nicht vergessen, das ist wirklich tatsächlich alles unter Corona-Bedingungen aufgenommen und die haben das sehr, sehr ernst genommen und ich fand das eigentlich ganz witzig, wenn die da vor allem Aaron Dessner, wenn der da sitzt mit seinen zerzausten, fusseligen Haaren und knallrot im Gesicht und so. Ja, aber gerade das lässt das so ein bisschen persönlicher oder menschlicher rüberkommen. Und das ja, trotz des Aalglatten eigentlich. Ne? Ja. Das Ganze ist ja aalglatt und es ist perfekt inszeniert. Ja, ich fand, und wenn ich mir Taylor Swift's Make-up angucke, das ist schon richtig gut gemacht. Und dann aber die Frisur dazu, das hat irgendwie nicht gepasst, aber trotzdem war was irgendwie dann doch stimmig oder hat ein gutes Gefühl rübergebracht. Ja, so sehe ich das auch. Ja, was darf man hier erwarten? Wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Hier wird wirklich das Album Track für Track gespielt und zwischen den Songs erfahren wir ein bisschen was, Titel zum Titel, zu den Geschichten, ein bisschen Erklärung, sowohl von Taylor Swift als auch von den anderen beiden, Aaron Dessner und Jack Antonoff. Wir erfahren zum Beispiel, das war im Juli noch so ein Geheimnis, es gab noch eine weitere Person, die mitgeschrieben hat, William Bowery, und wir erfahren halt jetzt, was viele schon vermutet haben, dass das ihr Freund, ein Synonym für ihren Freund Joe Alwyn ist, ein Schauspieler, mit dem sie seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren zusammen ist und wohl auch sehr glücklich ist, und der hat halt maßgeblich auch bei Betty und Exile mitgeschrieben, und für mich ist Exile auch, ja, für mich ist das der beste Track, das ist das Duett mit Justin Vernon. Ich finde, was der da nochmal rausgeholt hat und der Auftritt auch in diesem Streaming, auch wenn das wirklich ein bisschen seltsam wirkt, weil er gar nicht zu Wort kommt, er sagt gar nichts, sondern er wird halt eingeblendet in seinem Studio. Selbst in seinem Studio sitzt er mit einer Maske und singt, aber wenn ich den singen höre, dann ist einfach so, ja, genau. Ich finde das großartig. Ist halt beeindruckend, dass die gar nicht im gleichen Raum waren und es trotzdem irgendwie geschafft haben, da so eine Chemie herzustellen. Ja. Was ja auch geklappt hat mit Aaron Dessner und Jack Antonoff, die Taylor Swift an dieser, für diese Aufnahmen da zum ersten Mal gesehen hat,
in der ganzen Produktion oder so waren die ja nicht zusammen. Genau, bei den Aufnahmen selber und bei dem Songwriting-Prozess oder sowas haben die sich die Sachen immer hin und her geschickt. Und eben für diesen Konzertfilm, wenn wir ihn mal so nennen wollen, haben die sich das erste Mal live gesehen und dann auch gleich eingespielt. Und man merkt, dass das, ja, das sind halt alles, alle drei sind ganz, ganz großartige Musiker, die selbst mit dieser minimalen Instrumentierung jedem Song irgendwie was mitgeben, ne? Ja, definitiv. Ja, wir können noch mal abschließend sagen, das Ding läuft auf Disney Plus. Es heißt Folklore The Long Pond Studio Sessions. Es gibt auch ein Live-Album zu dem Film-Release. Das heißt, wenn man das jetzt auf Spotify sucht, dann lasst euch da nicht verwirren. Das sind also eine Zwei-Disc-Version, wo ihr auf der ersten Disc diese Live-Version hören, die natürlich minimalistischer sind in der Aufnahmetechnik, und auf der anderen zweiten Disc hört ihr dann das normale Album. Es ist ein Disney Plus Special, geht, glaube ich, was geht's? 106 Minuten, ja, genau. So was in der Art, ne? Genau. Mhm. Und ja, wenn wir hier Live-Alben vergeben wollen statt Punkten, wo würdest du denn da landen? Ich glaube bei 4 bis 4,5 von 5 Punkten. Oh, fett. Das ist ja. Ja. Und ja. Du? Ich bin bei 3,5. Ich habe da Spaß dran gehabt und ich mochte auch, dass ich mich danach mit Taylor Swift noch ein bisschen weiter auseinandergesetzt habe. Das Album finde ich toll. Aber mir fehlte so ein bisschen. Mir war das zu weich gespült. Ja, da hätte ich gerne so ein bisschen mehr von Miss Americana drin gehabt. Aber das ist auch okay. 3,5 ist immer noch ziemlich hoch. Und ich hatte da meinen Spaß mit. Ja, cool. Dann gut. Von uns beiden Empfehlungen. Genau. Jetzt haben wir über 20 Minuten über Taylor Swift geredet. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Hat mir aber Spaß gemacht, Pete. Ja, war schön. Und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Hallo alle miteinander. Wir freuen uns sehr, heute mit euch Schöne neue Welt zu besprechen. Und wir sind heute zu dritt dafür hier, um euch da einzuführen. Ich bin die Janine, auf der anderen Seite ist Kati. Hi. Und der Patrick. Hi. Ja, und wir wollen erstmal anfangen, euch so die Hard Facts mitzuteilen und eine kleine Zusammenfassung. Und dann gehen wir in die Diskussion und schauen mal, was dabei rauskommt. Kathi, willst du mal die Zusammenfassung machen? Ja, gerne. Also die Serie beruht ja auf einem Buch und die Welt und die Charaktere sind eigentlich so ziemlich die gleichen. Es geht eben um die Lena Crown. Man muss sagen, in der Welt werden die Leute schon, noch bevor sie geboren werden, in Klassen eingeteilt, von Alpha bis Epsilon. Und je nachdem, in welcher Klasse sie sind, haben sie halt bestimmte Rechte und Aufgaben. Und die Lena Crown ist ein Beta Plus und es geht um sie und um den Beat Marx, der ist ein Alpha Plus, aber nicht so wirklich, weil da ein bisschen was schiefgegangen bei seiner Erzeugung oder bei seinem, also das werden ja alle im Labor erzeugt und mit Flaschen und so. Und auf jeden Fall geht es um diese Welt und wie sie sich halt diese Welt zurechtfinden und wie das Leben dieser Welt ist. Und dann gibt es aber die sogenannten Savage Lands, das ist ein Bereich außerhalb von New London, also der Stadt, wo sie leben. Und dort leben die sogenannten Wilden. Und die Wilden sind eigentlich Leute, die leben wie wir, also die nicht in dieser neuen New London-Stadt leben und die nicht die haben eine Technologie, da haben sie kriegen so Linsen eingesetzt, damit sie dann sehen können, welches Level die anderen Leute haben und halt alles hochmodern. Und die reisen dann, also der Bernhard eher gezwungenermaßen, reist dann mit der Lina dorthin und da treffen sie dann auf John und seine Mutter, das sind halt zwei Wilde. Und in den Savage Lands gehen dann einige Sachen schief, weil die Leute sie nicht nur unterdrücken wollten, weil die Leute aus New London kommen halt in die Savage Lands, um sie halt eigentlich zu belachen und anzuschauen, wie die Wilden dort leben. Und dann wird eine Revolution gestartet und John und Lenina und Bernard, Johns Mutter, fliehen halt und von dort entwickelt sich der Plot und so weg. Ah ja, super. Jetzt sind wir da schon direkt reingestiegen in die Geschichte. Vielleicht steppen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück und erzählen noch mal diese harten Fakten. Also wo läuft der Film? Du hast ja auch schon das Buch angesprochen. Vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen, Patrick. Die Serie läuft auf TV Now. Es ist auch wieder einer der weiteren Streaming-Anbieter. Und da sind 9 Folgen raus.
Es wird aber leider keine zweite Staffel geben. Und wir kriegen natürlich ein Cliffhanger-Ende geboten, wie sich das gehört. Und ich fand, die Serie hat sich irgendwie angefühlt wie so vieles Vertrautes gemischt. So ein bisschen Westworld, so ein bisschen Black Mirror. Mhm. Irgendwie alles vertraut und man hat das wild durcheinander gemischt. Und wir kriegen jetzt eben so eine leicht oberflächliche Science-Fiction-Serie, die auch ein bisschen dieses Thema Fish Out of Water behandelt. Mehrmals werden da mehrere Charaktere aus ihrer Wohlfühlzone rausgerissen und müssen sich dann in anderen, ihnen nicht vertrauten Welten behaupten. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen über das Buch von dem Huxleys. Kathi, du hast es gelesen. Patrick, du hast es Comic gelesen. ja. Inwieweit ist denn da jetzt so eine Übereinstimmung mit der Serie vorhanden? Also ich kann sagen, im Buch ist es, die Charaktere sind die gleichen zum Großteil und auch die Story von den Charakteren, also wie sie miteinander in Verbindung stehen und so, wie so viel Spoiler, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Die Welt an sich, also die Droge ist die gleiche, die Welt an sich eigentlich auch, außer dass die ganze Technologie, die ist in der Serie hinzugekommen und das Buch bietet auch nicht wirklich Stoff für 9 Folgen, also so ab der 3. Folge, würde ich sagen, wird dann rein fiktional reingeschrieben und passiert nicht mehr im Buch. Wie sie es gerne machen, wenn du ein Buch adaptierst und dann eine Serie hast, dann musst du spätestens ab der 3. Folge schon überlegen, womit kann ich das jetzt füllen oder strecken? Ja. Genau. Genau, und aber du hast doch auch den Comic gelesen, ne, Patrick? Ja. Und wie ist es da? Ich kann das bestätigen, dieses ganze technische Zeug, womit die Dauer überwacht werden, das war in dem Comic auch nicht vorhanden. Also die haben so einen Chip, den sie ins Auge einpflanzen, der sich wie so ein komischer Tintenfisch dann quasi ums Auge umschließt und dann haben die alles, was sie da sehen, im Blick, um diese 3 Regeln zu befolgen. Man hat kein Privatleben, man teilt jeden Partner. Und, ich weiß jetzt nicht, was die 3. Regel war. Ich glaube, es war keine Privatsphäre, keine Familie und keine Monogamie. Das geht ganz am Anfang. Okay. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz schön an der Serie, wie die anfängt. Man wird da erstmal schon sehr überrascht, finde ich zumindest, dass da die Lilina Crown zu der Führung des Ganzen gerufen wird und ihr vorgeworfen wird, dass sie monogam ist. Da stutzt man dann schon erstmal, wenn man das Buch nicht kennt. Ich kannte das nicht und fand das erstmal schon sehr amüsant, dass da so bestimmte Werte in unserer heutigen Gesellschaft einfach total auf den Kopf gestellt werden. Und das geht ja auch immer so weiter, ne, dass Emotionen nicht zugelassen werden und man stattdessen Drogen nimmt, dann gibt's die Drogen auch noch in unterschiedlichen Stärken. Also ich fand, da waren schon sehr viele Elemente, die auch auf die Gegenwart passen. Man muss ja auch dazu sagen, dass das Buch 1931 veröffentlicht worden ist, ne? Also ist ja auch ein bisschen her. Und wenn man sich so Großstädte anschaut, wie Berlin oder so, dann gibt es ja schon auch so eine Tendenz, eben Emotionen mit Drogen zu unterdrücken, nicht wahr? Oder ja, Monogamien, na gut. Also ich meine, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber das ist... Ja, gibt's auch in unserer Gesellschaft, muss ich sagen. Also wurdet ihr denn beide überrascht in der Serie? Gab's irgendwas, was euch total umgehauen hat, wo ihr sagen würdet, da hätte ich das jetzt anders erwartet oder? Also überrascht, wie gesagt, ich kenne das Buch überrascht nicht wirklich, auch was die Figurenkonstellationen so angeht. Habe ich mir dann eigentlich ziemlich gedacht, dass es ziemlich nach Buch laufen wird. Also überrascht will ich jetzt nicht sagen. Ich fand die Serie aber trotzdem gut gemacht. Sie schaut gut aus. Und ich mag Science Fiction, also hat die Serie eigentlich genau meinen Nerv getroffen. Und du, Patrick? Überrascht wurde ich jetzt auch nicht wirklich. Ich mag die Versatzstücke aber, die man da benutzt hat. Das mit der Droge hat mich am Anfang ein bisschen an Equilibrium erinnert. Also auch dies mit Emotionen unterdrücken. Und ich mochte auch teilweise die Figurenkonstellationen, wenn die mal wieder wild durcheinander gemischt wurden oder wenn die sich mal ein bisschen selber hinterfragt haben, gerade dieser eine, der Bernard, der hat ja teilweise schon was sehr Roboterartiges. Ja. Mhm. Also viele der Menschen haben da was sehr Roboterartiges, wenn sie dann in der Horde in Gleichschritt marschieren
und dann der John dann überhaupt nicht klarkommt und sich gar nicht erst die Mühe macht, da mitzuhalten, sondern einfach nur verwirrt dasteht und guckt, ach ja, okay, macht ruhig, macht ruhig. Ja, ich finde, da gibt es die eine Szene, wo er das erste Mal in dieser Epsilon-Kantine ist und sie so im Gleichschritt reinkommen, sich umdrehen und halt hinsetzen auf ihre Plätze. Aber wenn sie dann sitzen, dann schaut das irgendwie aus, als würden sie einfach ganz normale Konstitutionen führen. Das schaut dann nicht irgendwie aus wie Roboter, sondern da schauen sie wie Menschen aus. Aber sobald sie wieder aufstehen, sind alle wieder gleichgeschalten. Ja, auch interessante Szene. Und sagt mal, wie ist euch die Musik im Gedächtnis geblieben? Wie fandet ihr die Musik dazu? Also, mir ist die Musik nicht wirklich hängen geblieben. Das heißt, sie hat mich anscheinend nicht so mitgenommen. Nee. Hat die Stimmung unterstützt, aber nichts, wo ich jetzt dann nach der Serie den Soundtrack weiterhören würde. Ja, genau. Okay, und nochmal zum Schluss vielleicht eine Lieblingsszene von euch beiden. Ich würde noch kurz was anmerken. Und zwar, das ist mir aufgefallen, und ich weiß nicht, ob ich dazu viel hineininterpretiere, aber das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Es gibt ja, wie wir haben ja gesagt, es gibt diese Technologie, es gibt Indra, das ist diese Firma, die über allem steht, die auch diese Linsen macht. Und es gibt dann diese World Controllerin, die das auch irgendwie erschaffen hat, und die spricht ja mit einer Projektionen mit einer oder mit halt der Verkörperlichung von Indra. Und die spielen ja Go gegeneinander, also dieses Brettspiel. Und was ich interessant fand, ist, die größte Herausforderung für KI und künstliche Intelligenz seit, wann war das, Ende der 90er, 1997 oder so, ein Computer den damaligen Weltmeister, also Kasparov, geschlagen hat, war ja Go. Das war immer die nächste Hürde, weil Go einfach viel komplexer als Schach ist, weil 19x19 Brett und nicht mehr 8x8. Und es einfach viele Möglichkeiten gibt. Und das gelang auch erst jetzt vor 4, 5 Jahren, 2015 glaube ich, dass das erste Mal wirklich ein Computer gegen die besten Spieler der Welt gewinnen kann. Deswegen fand ich interessant, dass sie einfach als Mittel, um zu zeigen, dass das irgendwie eine künstliche Intelligenz ist und wie machtvoll die ist, dass sie zeigen, dass die dass diese Indra gegen sie gewinnen kann. Oh. Hey, bei mir war es auch eher so eine Spoilerstelle, die ich ganz lustig fand, wo sie in die Außenwelt gehen und da dann wirklich diese ärmeren Leute so inszenieren, wie du dir amerikanische Hillbillies vorstellst, und dann hast du da diese komische Hochzeitsshow, wo der eine zwangsverheiratet wird, weil er die eine geschwängert hat, und dann eskaliert das so erstmal als Show und dann eskaliert es dann tatsächlich. Das fand ich schon eine lustige Stelle und einen lustigen Twist in dem Ganzen. Ja, das ging mir auch so, dass genau diese beiden Elemente, ne, die Hochzeit und dann aber auch Sonderschlussverkauf, dass das so thematisiert worden ist als die Unmenschen sozusagen oder die Wilden, ja, nennen sie ja die auch. Ne? Das fand ich schon ganz lustig und das hat mir auch sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne mehr von dieser Welt gesehen und nicht nur diese reiche Welt, muss ich dazu sagen. Obwohl ich sagen muss, ich fand das schon interessant mit dieser, also mit New London, weil ja klar, es gibt dieses Savage Lands und die schauen darauf hinab, aber wie sich diese neue Welt entwickelt und was die eigentlich für Probleme hat, die es in der alten Welt nicht gibt, der Kontrast hat mich viel mehr interessiert noch. Also, dass ja nicht alles, also sind ja einige, New London ist nicht alles toll, so wie es dargestellt wird. Und das ist, glaube ich, ein interessanter Aspekt, auf den sich mehr fokussieren hätte können auch. Wo wir dabei sind, ich denke auch dieser Part mit der auserwählten Person, das haben sie wahrscheinlich dazu erfunden. Oder täuscht mich das? Mit der auserwählten Person? Ja, die Regierung, die sagt ja immer, das könnte die auserwählte Person sein, das könnte die sein. Die schieben einen immer in den Vordergrund, eine Person, so, um von ihren Machenschaften im Hintergrund abzulenken. Ja. Also so halb Prophezeiung, halb Kalkül. Also ich habe ein bisschen erstes Buch gelesen, aber ich könnte mich daran im Buch jetzt nicht erinnern, das heißt jetzt aber nichts. Ja, ich nehme auch an, dass sie, um jetzt auch nochmal die Regisseure zu nennen, ist David Wiener, Grant Morrison und Brian Taylor, dass die natürlich sich selber ja auch bei Laune halten mussten und da so einige Elemente mit eingepflegt haben in die Serie, die sie, die auch vielleicht zeitgemäß ist, ne? Oder vielleicht einfach Fragen aufwirft. Also was ich auch ganz schön fand, war, dass die ja immer mit solchen Zügen in der Gegend rumfahren und dann der Wilde plötzlich feststellt, dass der Zug ja am Kreis führt und nicht
von A nach B. Das sind so Kleinigkeiten, die für mich als Architektin da schon ganz spannend sind irgendwie, weil man ja es eigentlich gewöhnt ist, von A nach B zu fahren, um die bestimmten Orte dann zu besuchen. Und architektonisch fand ich das schon auch sehr gut in Szene gesetzt, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, auch ist schon die Serie ist sehr gut. Das kann man nicht sagen. Ich fand die Serie jetzt nicht sehr gut, aber gut, kann man wegschauen. Im Science-Fiction-Bereich muss sie sich halt mit einigen anderen Vertretern messen. Und da ist es dann halt schon Luft nach oben. Okay, dann gehen wir doch mal zu der Bewertung. Wie viele Punkte würdet ihr denn der Serie geben? Ich würde ihr 3 von 5 geben. Ich hatte meinen Spaß, aber nichts Besonderes, ja. Okay, Patrick? Ich würde dem auch 3 von 5 geben. Es ist eine schöne Science-Fiction-Serie, aber wie gesagt, es gibt Besseres und ich würde dafür jetzt auch nicht unbedingt ein TV Now-Abo abschließen, muss ich leider ehrlich sagen. Ja, also ich fand den Einstieg in die Serie fantastisch, das hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ich fand dann mittendrin gab es auch so Längen, wo ich die Konzentration ein bisschen verloren habe, insofern würde ich der Serie aber schon trotzdem 3,5 Punkte geben. Um jetzt vielleicht noch mal ein paar Schauspieler zu nennen, die daran teilgenommen haben oder daran spielen, ist zum Beispiel Jessica Brown oder Joseph Morgan, Kylie Burnbury, Sam Mitchie und sogar auch Demi Moore. Also und? Wer dann eher auf Schauspieler achtet bei der Wahl der Serie, der hat hier auf jeden Fall was zu gucken. Und ich glaube, das war es auch schon von unserer Seite. Oder wollt ihr noch was dazu hinzufügen? Ich kann noch sagen, dass ich Alden Ehrenreich hier in dieser Rolle besser fand als jungen Han Solo. Da als leicht vertrottelter Fish Out of Water, da konnte der dem andere Facetten hinzufügen, als bei einem Charakter, der wirklich so ikonisch ist, dass man nicht in seine Fußstapfen treten sollte. Ich fand alle gut, aber wie gesagt, ich fand die Serie schön. Ich fand alles an der Serie eigentlich gut, aber es war nichts Besonderes in meinen Augen. Okay, Leute. Schaut euch die Serie trotzdem an. Macht schon Spaß, ist unterhaltsam. Und auf bald, würde ich mal sagen. Es war uns eine Freude, bei euch zu sein. Und einen schönen Abend für euch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films. Ja, ein echter Action-Klassiker, John Wick. Ich bin erst du und heute an meiner Seite ist zum einen die Sarah. Grüß dich, Sarah. Hallo. Und der Sven ist auch dabei. Hallo, Sven. Hallo. 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 Ja, weil die Kinos immer noch zu haben, müssen wir hier unser Telestammtisch irgendwie mit Content füllen. Da kommt es uns gerade recht, dass seit dem 1. Dezember John Wick bei Netflix verfügbar ist. Und wir drei haben gesagt, ach was soll's, besprechen wir mal John Wick. Und bevor wir das tun, an euch die Frage, wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf euch gewirkt? Und ich fange mal mit dem Sven an. Gesehen habe ich ihn damals als Geheimtipp im Kino. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh, das sieht nach guter, harter, alter 90er Jahre Action aus und habe mich ins Kino getraut und bin im Kino wirklich fast Amok gelaufen, ja. Vor Freude. Okay. Ich dachte wegen Teilen des Films. Okay. Sarah, wie war es bei dir? Ja, also mein damals war vor langer, langer Zeit, vor unserer Zeit, heute Mittag um 12. Oh, kannst du dich noch erinnern an den Film? Ganz, ganz grob kann ich mich dran erinnern. Ich hatte eine Bildungslücke. Mach dir besser noch den Wikipedia-Beitrag auf, ganz ehrlich, das hilft. Genau. Ich kannte alle Memes, habe aber erst heute zum ersten Mal den Film auch selbst geguckt. Und wie wirkte er jetzt auf dich, so ganz frisch? Ah, super. Ich will den zweiten Teil gucken und ich habe schon gelesen, es gibt einen dritten, den will ich jetzt auch gucken. Okay. Und ich will sehen, wie er sich rächt. Okay. Ich habe den damals in der Sneak Preview gesehen. Das war eine der wenigen Sneak Previews, wo ich mal sage, ich hatte Glück, weil ich habe gehofft, dass der Film kommt und der kam dann auch. Und weiß noch, dass ich will ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Und das kann ich hier auch schon mal vorwecken. Ich glaube, ich bin derjenige, der den Film von uns dreien am, in Anführungszeichen, schlechtesten findet. Ich bin nämlich mehr ein Anhänger des zweiten Teils. Aber wir reden hier ja nur über den ersten. Und ich könnte jetzt
lang und breit die Handlung erklären. Ich mach's mal kurz mit Frau tot, Hund tot, Auto weg, Waffen her. Und piu, piu, piu. Genau. Das, also piu, piu, piu klingt so ein bisschen nach Star Trek, aber nicht nach John Wick, würde ich sagen. Ja. Peng, peng, peng. Geh, so nämlich. Ja. Okay, wollt ihr zur Handlung irgendwas beitragen? Oder seid ihr damit zufrieden, was ich jetzt gesagt habe? Das fasst es ziemlich gut zusammen. Nö, das passt. Ja. Ja? Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, der Film hat zwei Hauptattraktionen. Und die erste ist der Hauptdarsteller, nämlich Keanu Reeves. Keanu Reeves war vor John Wick, ich würde sagen, in einem sehr harten Karrieretief. Wobei der Mann kennt sich mit Karrieretiefs eigentlich aus. Das ist nicht sein erstes. Und kam halt mit John Wick fulminant zurück. Sarah, wie fandest du denn John Wick an sich, also Keanu Reeves in der Rolle? Also ich bin ein kleiner Keanu Reeves-Fan. Nicht in dem Sinne, dass ich genau weiß, was er jederzeit tut. Aber das wäre auch ein bisschen gruselig. Ja, aber auch, also ich bekomme auch nicht jeden Film mit, den er macht. Nicht mal so sehr Fan bin ich. Aber wenn ich ihn auf der Leinwand sehe, oder wie jetzt im Heimkino, freue ich mich doch jedes Mal, weil ich habe das Gefühl, der ist ein guter Schauspieler. Also dem kaufe ich seine Rollen ab. Da glaube ich nicht, dass das ein Keanu Reeves ist, der jetzt einen John Wick spielt, sondern das ist ein John Wick. So. Das finde ich eigentlich ganz nett. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Und ich habe es ihm abgekauft. Also ja, er hat jetzt nicht übermäßig groß geweint und geflennt und oh Gott, aber das ist halt auch nicht der Charakter. Das fand ich sehr überzeugend. Und ein bisschen habe ich geweint, obwohl er nicht mal geweint hat. Sven, wie sieht es bei dir aus? Mir geht's genauso. Also er ist wirklich John Wick. Und ich habe mir eine Zeit lang als mal überlegt, ach, könnte man den vielleicht irgendwie vielleicht ersetzen. Und habe mal so alles so durchgekloppt, was ich so in meinem Kopfarchiv an namhaften B-Darstellern hatte und dachte, nee, das geht nicht, weil er einfach diese Präsenz, diese Ruhe so super verkörpert. Also das ist 1A, besser geht's nicht. Und ich könnte mir auch keinen anderen vorstellen. Es kann auch keiner diese Frisur tragen sonst. Und die Koteletten, ja. Obwohl, naja, vielleicht die Jackman. Aber nee, oh. es ist einfach so, er bringt auch so eine gewisse Düsternis mit. Ja, ja, aber er kann trotzdem auch schön lächeln. Genau. Und das ist der Sache auch besonders wichtig. Ja, muss man auch sagen. Ja, nee, es passt. 1A. Und ich bin auch echt froh, dass es so gekommen ist und dass der Film dann auch so einen immensen Anklang gehabt hat, dass halt die ganzen Fortsetzungen jetzt folgen oder gefolgt sind und noch folgen werden. Wenn man den vierten Teil sehen, ich hoffe irgendwann demnächst, aber es wird wahrscheinlich noch dauern. Aber ja, ich gönn's ihm. Absolut. Okay, die zweite Hauptattraktion, und ich glaube, da hoffe ich zumindest, dass ihr mir da auch zustimmt, ist natürlich die Action, die inszeniert wurde von den ehemaligen Stuntmen David Leitch und Chad Stahelski. Die haben sich die Regie geteilt. Ab dem zweiten Teil hat dann Chad Stahelski es alleine gemacht und David Leitch ist dann ja, hat selbst Regiearbeiten gemacht, solo, und zwar sowas wie Deadpool 2 oder Atomic Blonde. Wie findet ihr denn die Action allgemein in John Wick? Ich fand sie super. Also ich war begeistert, dass es realistisch war. Er hat halt auch mal auf die 9 gekriegt, auf die 12. Ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl das war, welche man da mal sagt. und es war schnell. Also immer wenn er schnell war, hat man gemerkt, hat er lange für trainiert, sei es jetzt als Schauspieler oder auch als Assassine. Das hat man einfach gemerkt. Und was ich immer toll finde bei solchen Filmen ist, wenn die Schauspieler so viele Stunts, wie es geht, selbst machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also es sah zumindest so aus, als ob er viel selbst gemacht hat. Man konnte oft sein Gesicht sehen in Einstellungen, wo man sonst gerne mal den Kopf außerhalb des Frames hält, ganz zufällig. Da habe ich mir oft gedacht, ja doch, ich kaufe ihm das ab. Gerade diese erste Szene, ich sag mal, der erste Kampf in seinem eigenen Haus. Da habe ich gedacht, ja, doch, das glaube ich dir, dass du da jetzt so kämpfst. Und ich bin ja ein Freund von Hand-to-Hand-Combat. Und
Das war einfach toll. Und diese gezielten Schüsse genau in den Kopf. Ach, das war toll. Sarah macht mir gerade ein bisschen Angst. Ja, mir auch. Das war aber realistisch. Das ist kein, ich schieße mit meiner Waffe irgendwie 500 Mal durch mein Haus und mache Löcher in die Wände. Was bringt einem eine gute Durchlüftung in der Wand, wenn die Leute dich halt immer noch anschießen? Ja, das stimmt schon. Also die Action oder ist auf Effizienz ist die getrimmt. Mhm. Ja, das stimmt schon. Aber Sven, wie sieht es bei dir aus mit der Action schon von John Wick? Oh. Danke schön, das reicht mir schon. Ja, ich fand den, also als ich die Szene im Haus, also den Kampf im Haus gesehen habe, bin ich im, also ich wirklich, ich habe mich in den Sitz festgekrallt. Und dachte nur, okay, davon will ich mehr. Und zwar sofort. Mhm. Einfach auch wirklich, weil es schöne Nahkämpfe gibt. Es ist wirklich effizient. Das hat auch schon so einen leichten Raid-Touch. Wenn auch nicht ganz so brutal, aber trotzdem für eine 16er geht es da sehr, sehr ordentlich zur Sache. Und ich meine, er trainiert ja auch schon jahrelang. Ich glaube, Jiu-Jitsu und hat, glaube ich, auch einen schwarzen Gürtel, oder? Und hat aber auch dieses, glaube ich, Krav Maga und so haben sie noch mit eingebaut, irgendeine Mischform. Und dafür hat er auch ewig lang trainiert. Und ja, das sind halt, es ist halt kein Rumgefuchtel, sondern es geht darum, den Gegner so schnell wie möglich auf den Boden zu kriegen und auszuschalten. Und das macht er. Oh, ja, und zwar geil. Und ohne blödes Gelaber und komm, ich bring dich um, sondern pjung, richtig. Weg. Also ich muss auch sagen, die erste größere Action-Sequenz im Haus ist wirklich sensationell. Mein Problem ist aber, dass es auch die beste Action-Szene des Films ist. Und danach kommen auch noch tolle Action-Momente und Szenen. Aber er schafft es meiner Ansicht nach, danach diese Szene nicht mehr zu toppen, was ich ein bisschen schade finde, gerade im Finale. Auch nicht den Kampf gegen Daniel Bernhardt? Nicht so richtig. Also wie gesagt, die Action ist im ersten John Wick durchgängig gut. Also es gibt ja keine schlechte Action-Sequenz, auf gar keinen Fall. Und John Wick, wenn man gerade mal das vergleicht, was jahrelang aus Hollywood an Action kam, ich sag nur Liam Neeson in Taken 1 bis 3, ist das eine Wohltat noch und nöcher. Weil sie wirklich verstehen, wie man auch Action einzufangen hat. Ja, wie man mit der Kamera arbeitet. Die haben es ja so gemacht, dass sie relativ viel mit gleitender Kamera arbeiten. Das heißt, wenig Schnitte, aber dafür halt eben immer nah dran. Was dazu führt, dass sie zum Beispiel die Mündungsfeuer halt via CGI machen müssen, weil es anders nicht geht. Aber das ist mir halt so lieber, als wenn halt 30 Schnitte gebraucht werden und gezeigt wird, wie Liam Neeson eine Tour öffnet. Nichts gegen Liam Neeson, aber furchtbar. Ja, aber du hast recht, einfach, dass es nicht so 100.000 Schnitte waren, genau. Das ist eine Wohltat gewesen. Keine Jump Cuts. Jump Cuts sind was anderes. Ja, ja, manchmal habe ich das Gefühl, auch bei Action-Szenen, so, das geht Richtung Jump Cuts. So. Eben gerade war er doch noch da hinten, Moment, ja. Wieso ist er jetzt da? Wieso ist er jetzt in Miami? Genau. Was passiert jetzt hier? Ja, aber das macht ja, ich meine, das macht ja auch keinen Spaß, wenn du Actionfilme gucken willst, willst du die Action ja auch sehen und du willst nicht einen epileptischen Anfall vom Fernseher kriegen, weil schon wieder irgendwie 50.000 Schnitte sind und du siehst ja meistens bei diesen Steadicam rumgefucht, du siehst ja die Action überhaupt nicht, du kannst dir nur ungefähr vor, jetzt könnte er ihm eventuell, aua, ja, okay, hat er ihm jetzt in die Achseln oder in die Eier geschlagen? Okay, zack, 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 oh, Kampf ist fertig, ach, es kommt der nächste. Nee, und das haben sie hier wirklich 1A, du siehst immer, was los ist, was passiert und du bist trotzdem nah dran. Dafür haben sie wirklich ein absolut Top-Auge. Das, ja. Da merkt man eben auch, dass die Macher wirklich aus dem Actionfach auch kommen. Denn, wie gesagt, David Leitch und Chad Stahelski haben davor, ich glaube, minimum 20 Jahre im Stunt-Bereich gearbeitet. Und das zahlt sich da aus, wie ich finde. Das sieht man einfach, ja. Ne? Was aber an dem Film auch noch schön ist, ist, dass er eine eigene Welt aufbaut. Also das wird ja, weil am Anfang, also so ging es mir damals, dachte ich so, okay, ist halt so ein Auftragskiller, kennt man aus anderen Filmen. Und dann nach dem Sturm auf sein Haus bezahlte ja die Leute die Leichenwerkschaft mit Goldmünzen. Und dann dachte ich mir damals so, was? Wo hat die denn jetzt her? Waren das jetzt so komische Schokotaler? Kennt ihr diese Schokotaler, die so mit Goldpapier? Ja. Das ist aber günstig. Aber nein,
dieser Film führt uns, ich würde sagen, relativ dezent noch in eine parallele Welt ein. Und warum ich den zweiten zum Beispiel so geil finde und besser, ist, dass der wesentlich mehr aus dieser Welt macht, sie mehr ausformt. Und ja, deswegen bin ich halt wirklich Fan des zweiten Teils. Und vor allem, weil Teil 2 wirklich für mich durchgängig geilere Action-Szenen noch hat. Wobei man auch fair sein muss, Teil 1 hatte jetzt auch nicht so das Mörderbudget. Gut, da kann ich jetzt noch nicht mitsprechen. Aber was du wegen diesem Weltenaufbau erwähnt hast, da gebe ich dir recht, das haben sie echt gut gemacht im ersten Teil. Und was ich auch sehr schön fand, sie haben ja immer ihre Gespräche so klinisch reingehalten. Ist ja so wie mit Meister Propper gewaschen. Ja. Oder abgewischt. So, hast du noch Hunger? Ja, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich später den Roomservice. Ja, okay, sag Bescheid, falls du Hunger kriegst. Und das ist dann so der Code für, brauchst du die Cleanup-Crew, die deine Leichen wegschafft oder nicht. Das fand ich richtig cool. Da hab ich gedacht, okay, ja. Das ist nice. Sven, wie gefällt dir denn diese, ich nenne es mal Assassinenwelt? Sehr geil. Also ich bin auch ein Fan vom Ian McShane. Ich liebe seine Darstellung des L. Swearengen aus Deadwood und was er sonst noch alles gemacht hat. Ist wirklich ein absolut Top-Schauspieler und auch er als Winston führt alles sehr, also du wirst nicht wirklich einfach reingeschoben und es wird gesagt, so und so ist es, sondern es wird langsam und Stück für Stück eingeführt. Es erschlägt dich nicht und du kannst dir dann erstmal selber ausmalen, ah, okay, weil bei mir war es zum Beispiel so, als der Polizist geklingelt hat und hat gemeint, die Nachbarn haben sich beschwert, dachte ich mir, siehst du eigentlich, dass da hinten Leichen liegen? Ja. Und er sagt, John, arbeitest du wieder? Und da dachte ich, okay. Ja, vielleicht ist es halt ein Pokerkumpel, ja. Und als genau. dann die Cleaner-Jungs auftauchen, dachte ich, okay. Und als dann alles so weiter, dachte ich noch, nee, geil. Aber sie haben es auch nicht im ersten nicht überpräsent gemacht. Sondern wirklich, du kriegst immer so Häppchen mit und du wirst immer neugieriger. Und das ist auch noch sowas, wo ich denke, das könnte auf jeden Fall noch größere Kreise ziehen, als es sowieso schon zieht. Und ja, das im Hotel fand ich absolut geil gemacht. Ja, es gibt wirklich nichts, was ich an dem Film schlecht finde. Ja, ich fand das auch sehr schön, wie man schon am Anfang gemerkt hat, was das gerade alles für Probleme erzeugt, als sie einfach nur gesagt haben, wessen Auto ist das? Und einfach alle still waren und du wusstest, der Typ ist bekannt und nicht in einer guten Art und Weise. Ja, der Baba Yaga, der mit einem Bleistift schon mal jemanden umgebracht hat. Drei Leute. Der hat dann, wie gesagt, freu dich auf den zweiten Teil, weil da zeigt dir das auch, wie es geht. Oh, okay. Also ein Lernfilm für die Schule. Ja, genau. Telekolleg Leute ausschalten mit Bleistiften, ja. Wir sehen uns bei der Weihnachtsfeier, ist du. Was habe ich getan? Gib ihr keinen Bleistift. Und wenn sie den dritten gesehen hat, dann gib ihr auch kein Pferd. Ja. Was ich aber allgemein an der ganzen Reihe toll finde, ist, die Action wirkt schon realistisch, trotz ihrer Effizienz und ihrer zackigen Art. Also jetzt mit zackiger Art mache ich jetzt nicht den Schnitt, sondern einfach, wie sie inszeniert worden ist. Aber trotz allem wirkt das immer noch so ein bisschen überhöht. Und das geht auch über in die Geschichte, denn wie ich ja am Anfang sagte, es geht ja im Prinzip da, ist alles beginnt ja damit, dass irgendwelche Mafiosi-Kids seinen Hund umbringen. Ne? Und versteht mich nicht falsch. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich finde, Tiere quälen oder umbringen, tut man nicht. Ist scheiße, ja. Dafür sollte es harte Strafen geben. Ob man dafür aber fast eine ganze Familie auslöschen muss, ich weiß die es Antwort, nicht. Die Antwort ist ja. Definitiv. Die Antwort ist einfach nur ja. Also, willst du zuerst? Okay, also erstens ist es nicht nur ein Hund, sondern es ist der Hund, den ihm seine tote Frau geschenkt hat. Dann kann sie gar nicht tot sein, wenn sie ihm geschenken konnte. So. Ja, aber sie hat... Sag mal, du hast den Film doch schon gesehen. Nein, richtig. Nein, versteht das nicht falsch? Also bitte, also in dem Film ist das absolut okay. Versteht mich da nicht falsch. Ich wollte nur noch mal deutlich machen für unsere jungen Zuhörer da draußen, wenn jemand euren kleinen Beppo aus Versehen auf den Schwanz getreten ist, dann bringt denjenigen nicht um. Bitte. Das ist aber ein Unterschied. Stopp. Richtig. Wenn jemand aus Versehen beim Hund wehtut, dann ist das so. Das passiert. Auch wenn er, ich sag mal, durch einen blöden Zufall stirbt, dann weine ich und bin traurig, aber dann ist das so. Wenn aber jemand in mein Haus einbricht und dann vor meinen Augen meinen Hund zertritt,
dann kann ich nicht dafür garantieren, dass ich nicht zumindest sehr ärgerlich hinterherlaufen würde mit einem Küchenmesser in der Hand. Aber ihr müsst schon zugeben, dass das so als Prämisse schon irgendwie ulkig ist. Nein, das war der Teil, den ich voll verstanden habe. Ganz ehrlich, ja, wenn ich ein Assassine bin, okay, wenn ich ein Assassine bin, der eh schon 200 Leute am Abend killt und dann killt einer meinen Hund, ne? Ist New York aber nicht mehr sicher. Ja, und es war noch ein Welpe. Ja, ja. Es ist ein Welpe, verdammt. Und der hat ja nichts gemacht. Der schwanzlose Reek, ja, den ich sowieso bei Game of Thrones schon ultra ätzend fand und er auf jeden Fall noch mehr verdient hat, als nur von John Wick abgeschlachtet zu werden, dann weiß ich, da grinst er noch so in die Kamera und Hund, zack. Und dann denkst du, alles klar, okay, Freund, deine Eier kaufe ich mir. Also ab dem Moment, ich habe in dem Moment stark geweint, als der Hund getötet wurde, muss ich sagen, gebe ich zu. Ich bin ja eh nah am Wasser gebaut und da habe ich mir meinen Hund geschnappt, sie in den Arm genommen und erstmal kurz Pause gemacht und geweint. Dann habe ich mich wieder zusammen mit meinem Hund vor den Fernseher gesetzt und wir saßen beide die nächsten anderthalb Stunden davor, glaube ich, ungefähr ging der Film noch, und haben dafür darauf gewartet, dass endlich dieser blöde Typ umgebracht wird. Es gibt übrigens auch eine Hundevariante, die heißt John Wolf. Ja, da wird das Herrchen von John Wolf umgebracht und daraufhin nimmt John Wolf Rache. Das muss ich mir angucken. Okay. War ein Witz. Also, oh. Es gibt aber eine Persiflage. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Es gibt diverse Persiflagen. Es gibt auch viele YouTube-Videos, wo die irgendwie die Waffen entfernt haben, sodass die da irgendwie mit Lollipops oder Bananen rumlaufen. Sieht auch sehr lustig aus. Ich kenne nur Hunderttausende von Memes aus diesem Film und ich dachte noch so, da kommt das alles her, okay. Übrigens, ein schöner Funfact oder eine Frage an euch. Der Film hat durchaus natürlich auch digitale Spezialeffekte. Ne? Aber was glaubt ihr, was war der oder einer der kostspieligsten digitalen Spezialeffekte, den es in John Wick gibt? Oh. Wenn du schon so fragst, waren es nicht die Autos. Er kommt nicht drauf. Aber nicht das Schießen, ne? Das ist wahrscheinlich günstig. Ich weiß es nicht, aber was ein paar tausend Dollar gekostet hat, war Folgendes. Es gibt ja, nachdem man den Welpen zu sich genommen hat, eine Szene, in dem der Welpe auf seinen Rasen sein Geschäft verrichtet. Und nein, der Haufen ist nicht echt. Der Haufen ist was? CGI. CGI-Hundekacke. Ja. Da brauchst du keine Plastiktütchen für Sven. Geil. Dann machst du Rechtsklick und Delete. Nichts werde ich als immer sagen, wenn ich mal meine Tüte vergessen habe oder so. Und dann, Mann, der hat ja den Hund hingekackt. Ja, CGI, sorry. Genau. Langen Sie doch mal rein und gucken Sie mal, ob es echt ist. Genau. Wie cool ist das denn? Das wusste ich auch nicht. Ja. Ja, wisst ihr denn eigentlich, wie viele Tote es im ersten Teil gibt? Oh, viele. Schätzt dann? Ich glaube. Oh. Du weißt es bestimmt, oder? Oh, ich versuche gerade hier so geräuschlos wie möglich auf Google. Nein. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen 50. Ich glaube, dass Teil 2 und 3 wirklich um einiges mehr bieten. Ich sage 96,5. Ja, fast sind 84. Okay. Ich habe aber mal für Movie Break mal eine News gemacht, die ich gerade sehe. Und zwar hat jemand mal zusammengerechnet, wie viele Kills John Wick in 3 Teilen gemacht hat. Und er hat mehr Opfer verursacht als Jason Voorhees von Freitag der 13. und Michael Myers aus Halloween zusammen. Also ich kann es euch sagen, wir haben im ersten haben wir 84, im zweiten 128. Und im dritten sind es nur 94. Ich hätte gedacht, es wären deutlich mehr. Ja. Okay, er hat also einmal mein Nachbardorf ausgelöscht. Ja. Man darf nicht vergessen, das ist halt nur seine Kills. Und ich glaube, im dritten Teil wird ja auch viel von Mark Dacascos Bande erledigt, ne? Ja. Aber wir verwirren die Sarah jetzt, glaube ich, deswegen. Ja, stimmt. Ja, genau, sagt mir nicht zu viel. Ich will den Film noch gucken. Ja, wie gesagt, den zweiten Teil gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile oder aktuell noch bei Netflix, ne? Genau. Und ich meine, Kapitel 3, den gibt es bei Amazon Prime. Also, wenn ihr Bock auf John Wick habt und habt Amazon und Netflix, dann könnt ihr jetzt in die Vollen gehen. Ne? Genau. Gut. Also, für den ersten kann ich es auch nur empfehlen. Für die anderen
Muss ich noch gucken. Nein, der dritte ist viel krasser. Der zweite ist der beste. So, jetzt habe ich es gesagt. Nein. Doch, der zweite ist der beste. Und dritte. Bevor jetzt Sven mit irgendwelchen dummen Meinungen um die Ecke kommt, die niemand interessieren, kommen wir jetzt zum Fazit. So. Wow. Oh, das war mies. Aber ja. Ich merke es mir. Ja, ja. Wir können uns gerne zusammenfinden und dann den zweiten und dritten auch noch besprechen. Oh ja, klar. Das können wir gerne weil machen. Weil ich sie geguckt habe. Ja. Aber jetzt müssen wir mal echt zum Fazit kommen, sonst wird unser Chef sauer und macht dann Jagd auf uns und dann wird der zu John Wick und wir zu bösen Russen. Das will ich jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, wir vergeben heute mal süße Welpen. Oh. Ja, ihr könnt vergeben 0 bis 5 süße Welpen und Ladies first. Ah, ich bin gerade überlegen, ob ich für einen einzigen Teil im Film, wo ich gedacht habe, das ist nicht logisch, einen ganzen halben Welpen abziehe. Einen ganzen halben sogar? Ja, ja, ich bin mir nicht sicher. Es gibt eine Szene, Spoiler, falls ich nicht die Letzte auf der Welt war, die diesen Film nicht geguckt hat, in der John Wick gefangen genommen wird und nicht getötet wird. Und da habe ich mir doch gedacht, jetzt habt ihr den schon. Er schießt ihn doch einfach. Ja, aber das ist halt so dieses typische so James-Bond-mäßige. Ja, Mr. Ja, Bond, wir haben sie und jetzt verrate ich erstmal meinen diabolischen Masterplan und lasse mich dann erstmal hier alleine zurück. Ja, genau, aber genau das hat mich halt gestört, weil vorher waren die alle sehr logisch und in dem Moment habe ich mir gedacht, wieso hat er jetzt keine Kugel im Kopf? So, das ist jetzt ein bisschen dumm gewesen. Aber nee, ich ziehe dafür doch nicht ab. Ich gebe 5 von 5. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich fand es nachvollziehbar. Ich fand ihn super gut gepaced. Ja, es gibt natürlich keine tiefergehende Story, aber die habe ich hier auch nicht erwartet. Also hat meine Erwartungen voll erfüllt und sogar ein bisschen übertroffen mit den Action-Szenen. 5 von 5. Finde ich super, den Film. Okay, Sven, bitte. Ja, 5 von 5. Kernige, geile One-Liner. Wenn der böse Papa sagt, du holst ihn, um den schwarzen Mann zu töten. Gänsehaut jedes Mal. 5 von 5, perfekte Action-Unterhaltung, besser geht's nicht. Aha. Also ist schon wirklich Rassist, hä? Na ja, geil. Also, es tut mir wirklich leid, aber ich gebe ihm nur 2,5. Ich finde, im Gegensatz zu Sarah, dass der Film das deutliches Pacing-Problem hat. Ich finde, die Action-Sequenz in seinem Haus ist fulminant, grandios und da, was danach kommt, ist auch gut, aber es reicht bei mir nicht aus, dass er mich wirklich so euphorisch zurücklässt. Es ist ein gut gemachter Actionfilm, der Startschuss für eine sehr interessante und sehr gute Action-Reihe. Ich bin dann aber eher mit dem zweiten und dritten Teil bin ich irgendwie glücklicher, deswegen gebe ich nur 2,5 und das wär's. Damit sind wir durch mit John Wick Teil 1 und vielleicht hört man sich aber Teil 2 oder 3, wobei ich glaube, nach Svens letzte Reaktion, glaube ich, will er mich gar nicht mehr dabei haben. Doch, ich hole den Bleistift, Sven. Ich hole den Bleistift. Och. Das sage ich den Himi, Sarah. Das sage ich den Himi. So, okay. Oh, okay. Alles klar. Ich für meinen Teil werde mich jetzt verabschieden. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören. Und danach darf sich der Sven noch verabschieden und dann die Sarah. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!